draußen. Der Frühling steht vor der Tür oder hat ja sogar schon angefangen und wir sind ja auch schon fleißig bei und ziehen vor. Haben vor 2 Tagen das Gewächshaus schon mal beplant. Nun brauchen wir noch ein paar kleine Hilfsmittel und ich habe mir gedacht, wir bauen einen Reihenzieher. Man kann natürlich auch mit einem einfachen Stock einfach rückwärts gehen, eine Schnur ziehen, aber ist natürlich ein bisschen einfacher, wenn man ein Stück Stock hat, wo man ein paar, ich sag mal, ein paar Dornen oder ein paar Hölzer dran hat, um dann natürlich auch gleich ein paar Reihen mehr zu ziehen, um dann natürlich seine Pflänzchen zu setzen oder Kartoffeln etc. pp. Und da hatte ich mir gedacht, da bauen wir jetzt mal einen Reihenzieher, nicht zu kompliziert. Das vielleicht jeder nachmachen kann, wenn er Lust hat. Ja, und dafür habe ich hier ein Kantholz, ein kleines, das ist ungefähr 45 x 45 mm und hat jetzt ungefähr eine Länge von ja, 1,60 m, damit wir dann auch noch ein paar Dornen da drauf kriegen. Ich habe hier ein paar Sachen vorbereitet. Das sind einfach alte, ja, Rundstäbe, die wir noch so ein bisschen rumlagen, die wir als Hilfsmittel hatten für die Tomaten so zum Anbinden und so. Die habe ich jetzt dafür genommen. Die habe ich auf 25 cm gekürzt, vorne ein bisschen angespitzt mit dem Messer, dass sie auch in die Löcher nachher reinpassen, die wir dann einfräsen, weil die haben leider alle sehr ulkige Maße. Deswegen passte das nicht mit den Lochfräsern. Aber das ist jetzt nicht alles so das Problem. Ja, wie gesagt, die sind vorbereitet. Und da kann man auch gucken, ob man da was Passendes findet. So eben den Durchmesser, dass es eben reicht für eine Lochfräse. Da muss man eben gucken, was man da findet. Da kann man auch normale Stöcker nehmen und bohrt ein Loch rein und mit einem Bohrer, 10er Bohrer, 12er, 13, alles was man denn hat. Und spitzer dann eben an, so lange bis es reinpasst. Dann haben wir, hier habe ich schon mal ein paar Löcher vorbereitet. Die sind jetzt 20 mm im Durchmesser, so dass eben auch die Flöcke hier reinpassen. Würde man nachher hier dann so, ich sag mal, hier ansetzen, kurz in das Loch rein, ein bisschen ausrichten, dass sie einigermaßen gerade sitzen und dann mit dem Hammer einmal drauf. Das machen wir dann auch gleich. In der Mitte bauen da auch ein Loch rein durch. Da kommt ein alter Besenstiel oder Schuppenstiel, was man findet. Eben, gut, Schuppenstiele sind ein bisschen dick. Besenstiele sind nicht ganz so dick, die haben ungefähr 28 mm Durchmesser. Ja, auch ein bisschen angespitzt, dass man eben auch den gut durchtreiben kann. Kriegt nachher nochmal eine Schraube oder einen Nagel rein, der da auch fest sitzt. Und machen wir auch gleich. Akkuschrauber brauchen wir dazu. Und was ich schon sagte, einen Lochfräser. Da habe ich die sogenannten Pfostenerbohrer. Diese hier. Kennt ihr bestimmt auch, habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen. Die sind ganz, ganz praktisch, sehr scharf, zuverlässig, saubere Löcher. Und den würden wir jetzt mal einspannen. Ja, ganz simple Geschichte. Länge gemessen von dem. Vom Reinzieherkopf nenne ich ihn mal. Ja, ist 1,60 lang, ein bisschen kürzer. Machen wir die Mitte ungefähr 1, also 80 cm. Einmal die Mitte angemalt. Und dann können wir auch schon das Loch setzen. Nicht vergessen, eben, wie gesagt, die Dimension, die man eben doch hat, dann eben auch zu bohren, weil wenn man jetzt alle gleich hat, ist es natürlich wesentlich einfacher, da also muss man nicht so oft umspannen, dann passieren auch keine Fehler. Aber Fehler, mein Gott, ist es ja auch nicht. Dann machen wir es nochmal neu. So, dann werden wir mal den mal hier durchfräsen. Unser Stiel rein, aber wir gucken, dass wir hier am Deckel unten. Ja, passt super rein. Der guckt noch ein bisschen weiter durch, dann kann man den durchhauen und hier würde dann sozusagen
nachher der Nagel durchkommt und dann sitzt das gut fest. Nicht zu vergessen, wenn man den reinbohrt, sollte man um 90 Grad einmal drehen, weil die Dornen sich ja sozusagen auf der anderen Seite befinden. Ansonsten funktioniert es nicht so richtig. Ja, da muss man so weit in der Erde rumkriechen. Ja, wie gesagt, hier sind Löcher jetzt schon mal vorbereitet. Die haben jetzt alle einen Abstand von 20 Zentimetern, weil viele Pflanzen haben ja verschiedene Reihenabstände. Und wir haben gesagt, wir machen jetzt einmal 20 und 30 Zentimeter. Und haben jetzt einmal vorbereitet mit 20 Zentimetern. Würde jetzt einmal drehen um 180 Grad. Die Mitte haben wir hier schon mal drauf. 20. Hier wäre die Mitte vom Stiel. Und jetzt überall zu jeder Seite 30 cm weg. Das heißt von der Mitte einmal nach 15 nach links und 15 nach rechts. Da wäre das sozusagen das erste Loch für die 30 cm Löcher. Die werden natürlich hier relativ dicht an den anderen dran sein, aber das tut ihnen nicht weiter weh. Das hält. Und dann messen wir natürlich alle 30 cm. Wollen wir hoffen, dass wir mit den anderen Löchern, die jetzt hier drin sind, auch hinkommen. Nicht, dass wir uns jetzt hier nachher beißen. Wäre natürlich blöd. Aber das haut hin. Ja. So. Dann haben wir 1, 2, 3 auf der einen Seite und 3 auf der anderen Seite. Da kriegen wir 6 rein mit mal hin. Das ist super. Wie gesagt, man kann es auch mit der Hand vorziehen. Also wie gesagt, ich weiß, mein Vater früher, der hat das auch alles nur mit der Hand gemacht. Einmal so, so Linie wie kommt. Aber man muss natürlich auch wahnsinnig oft laufen. Und so hat man eben eine schöne gerade Reihe und alle im gleichen Abstand. Wenn man es genau haben möchte, wenn man, wer da keinen Wert drauf legt, der braucht sich so ein Ding ja auch nicht zu bauen. Ja, jetzt müssen wir leider wieder umspannen. Jetzt brauchen wir den 20er Bohrer. Moment. Hier haben wir ihn. Und ja. Einmal sauber eingespannt. Und dann wollen wir uns mal hier. Moment, ich muss mir mal ein Brett hier drunter legen. Wegen des Durchfräsens. Weil man sollte sich auch eine kleine Hilfe unterlegen. Einmal, dass das eben sauber gerade liegt. Und zweitens, wenn man durchfräst mit dem Bohrer, dass es auf der anderen Seite nicht so ausplatzt. So, hat man eben, so drückt man sich mit der Hand ein bisschen runter, fräst das aus, macht das doch sauber, fräst nochmal drunter und dann kommt man sauber durch und du reißt das auch nicht alles so auseinander. Ist, ja, sieht ein bisschen netter aus. Im Garten wird es egal sein, aber man hat ja auch seinen eigenen Anspruch. Erste. Vorsichtig mit dem Akkuschrauber natürlich wissen hat, das ist alles natürlich gefährliches Material, der ist sehr scharf und auch wie gesagt mit Ketten und Pullover keine langen Sachen anhaben, weil wenn der den Pullover kriegt oder irgendwelche Sachen, der wickelt dich komplett ein. Deswegen wie gesagt ein bisschen Sicherheits Vorschriften ein bisschen einhalten, damit alles in Ordnung. So, und das letzte. Ausspannen brauchen wir jetzt nicht mehr. So, jetzt kommt's, sehen wir Spaß macht. Wenn wir den jetzt wieder umdrehen, darauf zu achten, wir haben jetzt natürlich die Löcher hier alle drin, dass wir die nicht vertauschen. Wir haben ja durchgefräst, weil man kann die auch bis zur Hälfte machen, aber das ist natürlich, wenn man den anspitzen, dann sind die ja zu lang angespitzt, dann sitzen die unten auf dem Grund. Dann kriegt man sie nicht mehr durchgetrieben. So kriegt man sie durchgetrieben und dem tut es nicht weh. Und alles, was drüben auf der anderen Seite rausguckt, das ist auch nicht so schlimm. Wie gesagt, hier geht es jetzt nicht in dem Sinne nach Schönheit. Man kann natürlich auch ein sehr professionelles Teil bauen oder sich eben einfach eins kaufen. Das einfach selber gemacht und ja, wenn man es hat und die Zeit hat, warum nicht, ne?
So, dann drehen wir den einmal um. Da machen wir jetzt erstmal die 20er rein. So, die waren ja hier. So. Wie gesagt, immer noch mal gucken, dass wir auch die richtigen Löcher haben. 20, 20, 20. Ausrichten, dass sie auch alle gerade sitzen. Das ist die Reihe zwar oben 20, aber unten nicht. So, 20er ist hier wieder. So, gehen wir hier nochmal weiter. Da haben wir noch. Ich sehe gerade, wir müssen auch noch ein paar machen, die auch nicht ganz. Da bin ich da ein bisschen verschätzt. 20. Wenn die unterschiedlich lang sein sollten, kann man jetzt auch sagen, an die Frage ist ja, wie viel Unterschied die haben, wenn sie jetzt alle auf eine Länge geschnitten sind. Wenn man jetzt durchbohrt und die relativ gleichmäßig in der gleichen Länge ungefähr anspitzt, sollte das nicht so unterschiedlich sein. Aber ich denke mal, im Boden, im Garten sollte es auch nicht so das Problem sein. Aber wer es möchte, dann kann man die halt eben nochmal abschneiden. Oder man lässt es einfach. Ich habe da ja auch so meine Ansprüche manchmal, dass mir der Zentimeter einfach zu lang wäre. Aber meine Frau ist da ein bisschen anders. Ja? Deswegen lassen wir das. Gut, so. Jetzt kriegen sie alle einmal einen auf den Deckel. Dass sie auch ein bisschen sitzen. Nicht zu doll hauen, weil wenn die Latte nämlich zu dünn ist, dann kann es passieren, dass sie reißt. Deswegen nur kurz eine auf den Deckel geben, nämlich mal, so dass er eben stramm drin sitzt. Und dann ist alles gut. So, so sieht der erste aus. Wo kann man natürlich auch eine Treppe bauen für kleine Kinder. Ja. So, und die andere Seite genauso. Hier muss man natürlich jetzt ein bisschen festhalten oder man hängt sich den hier irgendwo auf den Bock. Und dann würden jetzt die 30er reinkommen. Ja, so. Eins. Vier habe ich noch. Das wird nicht ganz reichen. Dann müssen wir nochmal welche nachbauen. Aber das ist nicht so schlimm. Ich habe draußen noch ein paar Stöcker zu liegen. So, einer fehlt uns, einer fehlt uns. So. Gut, aber im Prinzip ist ja erkannt. Zack, 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 fest. So, das da reinziehe, einmal 30, einmal 20, kann man sich immer schön drehen. Hier haben wir jetzt nochmal den Stiel. Den werden wir hier unten ein bisschen reinmachen. Mal gucken, wie weit wir hier mit dem durch müssen. So, Moment. So. Da müssen wir mal gucken, den müssen wir noch ein bisschen anders anspitzen. Der ist mir ein bisschen zu spitz. Ein bisschen gerade rein. Gut gemeint. Ja, mit dem Anspitzen muss man auch gucken. Mit dem scharfen Messer immer weg vom Körper. So. Mal gucken, wie weit wir da. Oh, das sieht gut aus. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir den jetzt irgendwie hier auch platztechnisch reinkriegen. Sozusagen noch eine Schraube kriegen. Können wir eigentlich auch gleich machen. Dann hält das gut. Mal gucken, hier, wie wir ihn hier hinlegen. Bisschen Platzmangel. So. Akkuschrauber. Wie gesagt, sowas hat er bestimmt auch hier zu Hause. Gucken wir uns mal eine Schraube an. So.
Ja, so eine kleinen Schräubchen, nicht so eine dicken. Nicht, dass das noch auseinanderbricht. Die sind auch nur 40 mm lang, weil 45 mm Holzstärke ist ja natürlich genau das Richtige. Gucken Sie nicht raus und wenn was sein sollte, kriegt man sie wieder raus. Die sind rostfrei. Super. Man kann natürlich die auch nochmal festschrauben, wenn man möchte. Im Endeffekt, wenn er draußen steht, der kann auch Regen ab. Das sollte jetzt nicht das Problem sein. Quillt das Holz sowieso ein bisschen auf, dann sitzt das sogar noch fester. Ansonsten, oh, so ist der Reinzieher. Dann kann man den schön aufsetzen und los geht's. Na dann, viel Spaß beim Nachbauen.